Hallo Leute, nicht wundern, bei uns ist schon dunkel, denn wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg gewesen von München, von der Spielwiesn. Es ist Sonntagabend und wir nehmen das Video jetzt auf, weil es uns morgen nicht reichen wird. Wie immer im Rückspiegel möchten wir mit euch kurz über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen und wir hatten echt vieles und Cooles auf dem Tisch. Auf jeden Fall. Und wir fangen gerade mal mit dem Montag an, da war nämlich Mädelsspieleabend. Ja, richtig. Am Montag hatten wir meine Tanzmädels mit am Tisch und wir haben wieder schöne, tolle Sachen gespielt. Es waren aber eher die leichten Spiele angesagt. Wir haben gestartet mit einer Runde First Contact. Ja, einer Person hat es leider nicht ganz so gefallen. Ansonsten, wir finden es richtig cool. Es geht einfach darum, wir sind Aliens und Ägypter und wir verstehen uns nicht und wir versuchen das natürlich anhand von Zeichen und Zeichensprache irgendwie zu entziffern. Es ist ja so ein bisschen Social Deduction. Ja, so ein Decrypto-Ding irgendwie, weil man muss halt versuchen, mit den Zeichen die Mitspieler darauf aufmerksam zu machen, was man denn haben will. Ich mag es total gern. Ich finde, es ist eine witzige Art zu kommunizieren, ohne dabei groß zu kommunizieren. Ich mag das für mich als Challenge, möglichst tricky die Hinweise an meine Mitspieler zu geben und dass meine anderen Mitspieler mitkriegen, was ich denn meine. Und ja, ich finde es eigentlich geil. Ein geiles, geiles Partyspiel. Ja, leider ist es, wie gesagt, bei einer nicht ganz so gut angekommen. Danach war noch Similo Märchen auf dem Tisch und das hat wieder richtig durchgeschlagen. Genau. Hat man schon mal erklärt, glaube ich, im Video. So ein Spiel, wo man halt versucht, ein Spieler versucht, kooperativ den anderen mitzuteilen, welche Karte wir suchen. Ja. Zum Abschluss des Abends gab es noch eine Runde Skyshow im Zweierparty-Gespann und ich habe dann Leo und ich haben das halt gespielt. Genau. Und ich habe dann noch Azul auf den Tisch gebracht und eine meiner Tanzmädels hat es tatsächlich noch nicht gekannt und war total geflasht. Ja. War der erste Teil von Azul, kommt immer super gut an und sie ist total, sie hat Feuer gefangen. Sie war auch total geflasht, als man gesagt hat, es gibt schon drei Teile von Azul. Du meinst, was, drei Teile von Azul? Wie geht denn sowas? Ja, Leute, die Welt hat sich geändert. Es gibt inzwischen mehrere Teile von Brettspielen. Das gab es ja früher so auch noch nicht. Der Trend geht eindeutig in die Richtung, Nachfolger zu machen. Marco Polo 2, Azul und so weiter. Am Dienstag? Dienstag war, waren wir ein Trio und haben mit Fabi, dem Bärle, nee, Äffle, weil Bärle war zu Hause und hatte Männerschnupfen leider. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann zu dritt getroffen und haben die Paladine des Westfrankenreichs gespielt. Und super, oder? Weil Architekten fand ich ein bisschen zu seicht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber das ist jetzt wieder echt ein schönes, anspruchsvolles Kennerspiel, vielleicht schon fast ein leichtes Expertenspiel. Ist eine harte Nuss, also ich habe sowas von abgelust. Ich habe also, nicht abgelust, ich habe richtig dass ich überhaupt Punkte gemacht habe, wow. Wie funktioniert das Ganze? Ich erkläre es kurz, man hat es ähnlich wie bei Orléans, so Meeples, also Arbeiter, die wir setzen müssen. Wenn wir die setzen, kriegen wir irgendwelche Belohnungen. Wir ziehen die nicht aus dem Sack wie bei Orléans, sondern wir haben die immer ausliegen, kriegen die aber nochmal irgendwie dazu in der Runde und bauen halt an der Mauer oder an der Festung, können die aussenden, um so wie bei Orléans auch Gebäude zu bauen. Dann kriegen wir einen Bonus, wenn wir was freischalten. Das ist alles so verkettet und verzahnt. Ich finde das total spannend. Genau, und man kann entweder gegen die Bösen kämpfen sozusagen oder sie eben umkehren. Bekehren. Und man kann natürlich auch noch Personen einstellen und. Es gibt so viele Möglichkeiten und das Spiel verzeiht einem nicht wirklich viel. Das ist echt also cool. Wenn man es mal, dann hat man eben Pech. Dann Mittwoch? Wir haben noch Dienstag haben wir dann einen schnellen Durchlauf von Yuken gespielt. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Am Mittwoch ging es für mich meinem anderen Hobby nach. Ich war tanzen und Angelo war im lokalen Store. Zum Spielen. Ich habe es endlich geschafft, Leute. Ich habe es endlich geschafft, Too Many Bones zu spielen. Nicht meine Kopie, die bleibt mal erstmal noch verpackt. Und nach einer Dreiviertelstunde Regelerklärung, wo ich mir dachte, das war jetzt ein bisschen zu heavy für den Spieleladen, ging es dann los. Und nach eineinhalb Stunden dachte ich mir, ich werde es echt verkaufen. Oder in der Zeit dachte ich, ich werde es verkaufen, weil ihr kam nicht rein. Es waren so viele Regeln noch, die ich nicht kapiert hatte. Und dann ging es aber endlich los. Also ich wusste, wie man die Würfel wie einsetzt und macht. Dann hat es mir angefangen, Spaß zu machen. Es ist echt anspruchsvoll. Es sieht immer aus, wie wenn das ein paar Würfel sind, die man dreht und schiebt. Nee, es ist echt ein sehr tricky Charakterbildspiel, gemeinsam gegen Monster kämpfen. Ich möchte auf jeden Fall ganz schnell nochmal spielen und möglichst viel rausholen, Melanie.
Ja, wir spielen das bestimmt nochmal zu zweit. Das hat mir echt gut gefallen. Kommt Zeit, kommt Spiel. Ja, er war ein bisschen wirklich so, boah, aber nachher voll Feuer gefangen und jetzt, jetzt will ich nochmal spielen. Eigentlich wollte er nicht mehr ins Bett gehen an dem Abend, sondern direkt nochmal auf den Tisch bringen. Aber ich habe gesagt, nein, Schlaf ist wichtig. Ja, am Donnerstag waren wir dann mit Freunden abends essen und haben uns einfach die Wartezeit ein bisschen verkürzt mit zwei schnellen, einfachen Spielen. Mhm. Weil wir nutzen jede Gelegenheit. Als erstes kam Mice to Meet You auf den Tisch. Von Skellig Games, genau. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Käse und Speckwürfel, mit denen wir würfeln und versuchen hier dann einfach taktisch unsere Mäuse gefangen zu nehmen, die wir auf der Hand haben. Denn nur diese zählen nachher Punkte. Und man hat vier Karten ausliegen und man kann das Spiel erst beenden, wenn man diese vier Karten umdreht. Und diese vier Karten geben eben einem weniger Würfel zu würfeln. Wenn man sie umgedreht hat. Was dann auch schwieriger einfach macht. Und ich finde es ja ganz toll, da es immer so ein passiver Spieleranteil gibt. Mhm. Die anderen profitieren einfach von den Würfeln, wo über sind. Sie können sich entscheiden, diese zu nehmen. Und für jeden, wo das macht, gibt es aus dem Vorrat ein kleines Nüsschen. Ja, also es ist echt ein witziges Spiel, weil es halt gerade dieses Element hat, wann drehe ich die vier Karten vor mir um? Weil das sind nämlich die Würfel abgebildet, die ich jede Runde würfeln darf. Und wenn ich die zu früh umdrehe, kann ich einen Würfel nicht mehr mitwürfeln und kriege dadurch halt einfach weniger hohe Zahlen, die ich vielleicht brauche, um noch die Mäuse von meiner Hand abzulegen, die ich ja dann nachher quasi gefangen nehme, um Siegpunkte zu machen. Genau. Hat mir gut gefallen. Freue ich mich, dass wir das mal zu viert oder zu fünf spielen. Und vor allem die Nüsschen sind ganz, ganz wichtig, weil mit den Nüsschen kann man einfach die Würfel beeinflussen. Genau. Ja, danach kam dann noch Nine Tile Panic von Oink Game auf den Tisch. Mhm. Die erste Runde war wirklich so Panik pur und schnell und kein Durchblick gefunden. Das war die Lernrunde und dann hat es uns richtig Spaß gemacht. Ja, dann habe ich gemerkt, dass man gar nicht so panikmäßig Echtzeit hier spielen muss. Es geht halt darum, dass wir neun Plättchen nur haben, deswegen heißt es auch Nine Tile Panic. Und da wollen wir immer irgendwelche Aufgaben erfüllen. Möglichst viele Aliens essen Hamburger, Hamburger werden von Aliens gefressen oder wie viele Stadtbewohner gibt es in der Stadt? Und das versuche ich halt möglichst schnell zu machen. Und wenn es einer hat, nimmt er sich den ersten Marker und dreht die Sanduhr um und dann hat man aber immer noch genug Zeit gechillt, seine Stadt fertig zu bauen. Es gibt noch ein paar Legeregeln, wie das alle Straßen aus der Stadt rausführen müssen. Ist ein witziges Spiel, freue ich mich mal drauf, das wirklich in Vollbesetzung zu spielen. Ja, richtig. Ich glaube, da wird es dann vielleicht ein bisschen panischer, aber es hat mir so schon ganz gut gefallen. Beide Spiele sind natürlich für 5 Personen, glaube ich, ausgelegt. Und da freuen wir uns echt, in großer Gruppe nochmal zu spielen, weil zu zweit hat man ja doch so eher den Smoothie Move. Und ja, zu fünft, ich denke, da kommt nochmal die Herausforderung und das wird echt cool. Ja. Ja. Was haben wir am Freitag Schönes gespielt? Am Freitag waren wir ein bisschen platt, haben uns dann auch fürs Wochenende vorbereitet und da kam nur Istar auf den Tisch. Das haben wir auch schon mal erklärt, ist von Bruno Catala das neue Spiel bei Yellow. Total hübsch, haben wir letzte Woche schon drüber gequatscht. Ich mag es immer noch gerne, ich finde, da gibt es einige tolle Entscheidungen, die ich treffen kann für ein Familienspiel. Ich kann fies gegen andere spielen, ich kann möglichst auf Bäume pflanzen gehen. Ich mag es, es ist optisch toll, ich glaube, das ist also, auf jeden Fall. Also ich kümmere mich immer nur um meinen Garten und mache schön Punkte damit. Ja, reicht ja auch, dein Garten. Und ich finde, es ist einfach... Ich gewinne zu selten gegen Melli. Aber ich finde, es ist ein totaler Eye-Catch und ein echt schönes Familienspiel. Ja. Aber dazu kommt ganz sicher demnächst was von uns. Dann am Samstagmorgen ging es relativ früh los und wir haben uns auf den Weg zu Brettballett, vielmehr zu Sven und Katharina gemacht. Und haben uns dann auf der Spielwiesen getroffen, um dort mal vorbeizuschauen. Genau, wir waren super gespannt. Die zwei sind echt nette Menschen, da freuen wir uns immer drauf, die zu sehen. Zusammen auf die Spielwiesen haben wir uns dann auch super gefreut. Es fing ein bisschen holprig an, denn als wir ankamen, alle vier, waren erstmal die Kassen gesperrt und zwar nicht nur für 10 Minuten. Es war wohl um ein brandschutztechnisches Problem, dass wohl zu viele in der Halle sind. Es sind aber auch echt viele Menschen raus und hat uns gewundert, warum wir nach einer Dreiviertelstunde immer noch keine Info hatten, warum wir nicht in die Halle kommen. Wir hatten echt viele Familien und Kinder hinter uns, die halt anfangen zu nörgeln. Und ich fand, das war echt ein bisschen schlecht geplant von der Veranstaltung, weil es waren keine Informationen da, wann man reinkommt. Nach einer Stunde hieß es dann, so, jetzt kommen nur die Menschen mit Online-Tickets rein. Das hieß für uns dann immer noch warten. Wir hatten nachher Glück und kamen dann trotzdem noch rein, weil uns jemand einen Gefallen getan hat.
Das war ein bisschen schade. Danke dafür. Es war ein bisschen schade, weil wir hatten uns da eigentlich echt schon gefreut und da waren wir schon ein bisschen angenervt, weil man einfach tierisch lang warten musste. Nichtsdestotrotz wollen wir dann kurz über die Spielwiesen quatschen. Was ist die Spielwiesen? Eine Familienmesse, eine schöne, wo man viel spielen kann. Genau, richtig. Es sind auch einige Aussteller da. Man kann viele Neuheiten auch dort kaufen. Aber vielmehr geht es darum, dass man sich, glaube ich, dort trifft zum Spielen, zum Essen, zum Spaß haben. Ja. Wir sind dann durch die Halle geschlendert, haben uns natürlich auch das ein oder andere Spiel angeschaut. Und wie soll es auch anders sein, es sind natürlich auch ein paar Spiele wieder im Kofferraum gelandet. Genau, Runestones hatten wir noch nicht, haben wir noch gekauft. Und was haben wir noch gekauft? Cosmic Factory und haben wir bekommen vom Team 3 haben wir endlich auch. Das haben wir jetzt auch geholt, das sieht auch so witzig aus, da machen wir bestimmt auch nochmal was dazu. Dann haben wir noch einen Austin Board Gamer nämlich getroffen auf der Messe. Dann haben wir noch mit dem gequatscht. Und witzigerweise sind wir dann alle zusammen zurück zu Sven, weil wir hatten geplant, bei ihm zu übernachten. Und wollten dann da noch ein bisschen was spielen. Haben uns aber eigentlich mehr verquatscht, was ja echt positiv ist, weil wir einfach viel Spaß hatten nur durch Reden. Haben dann aber nichtsdestotrotz Tiefseetaucher gespielt, auch von Oink Games. Kannten wir alle noch nicht, nur Sven und Katharina kannten es. Und es ist so ein witziges kleines Spiel, weil es liegen so Plättchen aus von 1 bis 4 und umso tiefer man taucht, umso schwieriger wird es wieder nach oben zu kommen und dann würfelt man halt mit 2 Würfeln, die maximal 3 Augenzahlen haben pro Würfel. So weit darf man sich vorwärts bewegen. Jedes Mal, wenn ich einen Schatz nehme, verringert sich beim Auf- oder Abtauchen meine Würfelanzahl um die Menge an Schätze, die ich habe. Und die Schätze reduzieren unseren gemeinsamen Sauerstoffvorrat und wenn man es nicht nach oben schafft, dann ja, dann geht einem unten die Luft aus und dann kriegt keine Schätze. Dann macht man keine Punkte. Und es ist natürlich, jeder taucht nach unten, will die dicken Schätze haben. Und das unterschätzt man. Und ja, geht noch. Und auf einmal tauchen alle auf und du denkst, oh, oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, und so gingen auch die paar Runden dann auch aus zum Teil. Für den einen oder anderen? Ja, es war schwere Kost. Ganz tolles Spiel. Wir haben gleich 3 Runden gespielt. Ja. Super witziges Spiel. Ja, dann haben wir noch Draftosaurus. Stimmt, Draftosaurus haben wir noch gespielt. Hatten wir auch schon mal drüber gequatscht. Genau, Draftosaurus ist ja für die Dinos schon fast Pflichtspiel. Ja, ja. Pflichtlektüre, wie auch immer. Wir finden es richtig cool. Ich mag das einfach mit diesen Holzdinos und jeder guckt einfach, wie kann er die Dinos super in seinem Park unterbringen und manchmal macht einer halt einen Strich durch die Rechnung. Und dann läuft's halt blöd. Aber trotz allem hatten wir richtig viel Spaß. Ja, es wurde spät und am nächsten Morgen zeitig aufgestanden. Schön gefrühstückt. Danke für das nette Frühstück an euch beide. Ja, und was haben wir gespielt, Schönes? Yukon Airways. Wie immer, Yukon Airways. Das beste Spiel von der Messe bis jetzt für uns. Ja, und Sven hat es tatsächlich noch OVP in seinem Schrank und wir haben gesagt, kein Problem, wir haben es dabei, wir spielen mal unseres. Und es hat ihnen auch beides sehr gut gefallen, glaube ich. Ist echt ein tolles Spiel. Und ja, was soll man sagen, es ist einfach ein klasse Spiel, wir mögen es richtig. Schaut doch mal das Video an, was wir dazu gemacht haben. Genau, dann braucht man nicht mehr so viel dazu sagen. Genau, weil wir haben nämlich nach noch QE gespielt, das ist ein total unbekanntes Spiel für die meisten, denke ich. Und wir sind bei QE, wir sind eigentlich ein Staat, also es gibt halt die EU, die USA, UK. Und wir kaufen, glaube ich, Anleihen. Und es hört sich jetzt trocken und doof an, aber einer ist halt der Auktionator, der schreibt auf einen Betrag, also schreibt erstmal auf seinen Scheck einen Betrag, für den er Geld bietet. Und zwar wird dann immer ein Plättchen umgedreht. Und es geht vielleicht um chinesischen Mais, der 4 Siegpunkte wert ist. Und gibt noch so eine kleine Set-Collection, wer halt die meisten Mais-Sachen sammelt oder die meisten Häuser, kriegt nachher Punkte. Und der Kniff ist, dass der Auktionator einen Betrag draufschreibt, meinetwegen 1000 Euro, und alle anderen jetzt drüber gehen können oder drunter gehen. Und wenn die drunter gehen, dann kauft der Auktionator das halt für 1000 Dollar und so geht es halt reihum. Jeder versucht ein Plättchen zu kaufen. Und der Staat, der halt am Spielende das meiste Geld ausgegeben hat, nimmt überhaupt nicht an der Endwertung teil. Der platzt. Der platzt nämlich. Und das ist das Geile. Man muss immer abwägen, so, was habe ich jetzt schon ausgegeben? Was haben die anderen ausgegeben? Kann ich noch weitermachen? Man kann es natürlich auch übertreiben, wie Sven, und sagen, ich biete euch in Grund und Boden, Hauptsache ihr kriegt die Punkte nicht. Ich kaufe hier diesen komischen Genmais aus China für 4.700 Euro, ja, gönnt ihr, aber dann platzt er halt. Ja, und das ist echt richtig cool mit ein bisschen Set-Collection und hier und da ein paar Punkte. Wenn man dann von seinem eigenen Start noch einfach investiert und gekauft hat, kriegt man wieder extra Punkte. Und derjenige, wo natürlich am sparsamsten war, kriegt natürlich noch 6 extra Siegpunkte. Ja, und das ist echt toll. Dieser Kniff, dass halt einer komplett aus der Wertung rausfliegt, ist halt immer so, oh, ich möchte das Plättchen haben, aber ich möchte nicht so viel ausgeben. Was zahlen denn die anderen? Und dann, da steht 1000, ich biete mal 1007 und
gibt da so ganz enge Dinge. Manchmal kriege ich dann Plättchen zurück, weil der Auktionator schaut sich halt alles an, was die Leute geboten haben und sieht halt die Preise, schreibt die nachher auf dem Schild. Alles bleibt verdeckt, die Zahlen. Es ist super lustig. Da machen wir auf jeden Fall noch was für unsere Was-n-das-Serie dazu. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das lebt von denen, wo mitspielen. Absolut, super Spiel. Ja. Was war's von uns? Das war's von uns. Wir wünschen euch einen tollen Start in die Woche. Erzählt uns gerne, was ihr so gespielt habt, was eure Highlights diese Woche waren. Und dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar und ein Like da. Alles drei am besten. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Rückspiegel. Wir wünschen euch viel Spaß in der neuen Woche. Ciao. Ciao.